Aus dem Bundestag, 22. Februar, es ist Sitzungswoche und sehr arbeitsreiche Woche. Und zwischen den Sitzungen fliegt die Abgeordnete der Linkspartei und mein Gast heute, Frau Azize Tang, nach Palermo, um dort ein Schiffshilfsprojekt in Gang zu bringen. Das heißt, es läuft ja schon, das Schiff ist gebaut. Das Richtig. wird morgen in Palermo in Dienst genommen, wenn man so will. Und Sie haben eben gesagt, 750.000 Euro brauchen Sie noch, ja, damit das richtig ins Laufen kommt. Und man kann ja an Ihr Büro schreiben, nicht? Azize.tank@bundestag.de. Wunderbar. Und dann kann ich mal auch die Kontonummer weitergeben. Jawohl, das machen wir denn. Nun ist ja am Wochenende etwas passiert, was uns alle erschüttert hat, wieder mal in Sachsen. Das heißt, ein wirklich pöbelnder Mob hat einen Flüchtlingsbus beschimpft. Die Polizei sagt, sie hat die Leute aus dem Bus mit Gewalt holen müssen, weil sie Angst hatten, dass der Bus gestürmt oder sogar in Brand gesetzt wird. Wie kann sowas sein bei alledem, dass es wieder mal in Sachsen ist? Was ich das von den Medien gehört habe, einen Tag vorher, die Polizei eigentlich schon angegeben, weil linke Gruppen wollten die dann schon eine Demonstration dort machen und auch Willkommenkultur und die wussten nicht, was das so alles passieren kann. Und die Polizei hat gesagt, die sind dann dafür richtig schon vorbereitet. So. Und der nächste Tag ist es, wenn, noch dazu, die sagen, es waren nicht sehr viele, es war ja fünf, sechs Leute und plötzlich die Polizei ist es machtlos und überfordert, mit denen dann umzugehen. Drittens, dieser Heimbetreiber, AfD-Mitglied. Und fünftens, wir haben dann Videos gesehen, wie das die Menschen da drin verängstigt war. Ich habe das auch über den Medien jetzt bekommen, auch die einzelnen Menschen darüber berichtet. Ein älterer Herr am Fernseher dann gesagt, er war dann schon beinahe bei dem Weinen, er konnte das damit nicht ansehen, ein Vater mit einem kleinen Baby im Arm, wie verängstigt sein Kind ist es um sich dann gedrückt und raus musste. Und Polizei zerrt ein kleines Kind und man hat gesehen, wie das er auch noch macht. Hinterher, auch Innenminister behauptet, das war dann für den Flüchtlinge gedacht. Schutz. Schutz. Dann frage ich Das mich, glauben Sie wo, nicht. nein, glaube ich, kein Wort. Stellen Sie sich mal vor, es hat Glück, es ist nicht passiert, aber könnte genauso gut nicht nur Bus, sondern dieser Heim auch angezündet werden. Die Menschen sind da drin. Was hätte der Polizei da gemacht? Was hätte Polizei Es dann da ist Gott sei gemacht? Dank nichts passiert. Das hat man aber in Kauf genommen. Wenn man denkt, ein Bus angezündet werden kann, muss man damit auch rechnen, auch ein Heim auch angezündet. Und wir kennen doch auch, nicht erste Mal wird dann sowas sein, sondern es ist jeden Tag fast hören und sehen wir, was das alles da Aber passiert. sind wir da nicht ohnmächtig als hilfsbereite Bürger oder überhaupt für Bürger, die auf der Seite derjenigen stehen, die den Flüchtlingen helfen wollen? Und wir sehen solche Bilder, wir sehen solche Entwicklungen und hinterher sagen wir, oh Gott, was hätten wir denn tun können, wenn das passiert wäre, was Sie sagen? Muss die Polizei nicht anders einschreiten? Muss sie nicht größer und mit mehr Leuten einschreiten? Es geht nicht größer oder mehr, das ist ein Punkt, aber richtiger Punkt. Mit größer und mehr kann man trotzdem nicht machen, wenn man im rechten Augen blind ist. Es geht um das, die Einstellung der Polizei. Es ist dieser institutionelle Rassismus, muss man dann erstmal beseitigen. Was lernen die Polizisten auch in ihrer Ausbildung? In welche Richtung wird dann Das ist die Ausbildung Gefahr dann von links kommt, geführt? den Linksradikalen. Da ist es, und wenn man dann guckt, bis jetzt keine große Gefahr von den Linken gekommen, aber von der rechten Seite. Es ist NSU-Prozess, haben wir dann beobachtet. Es ist eine Akte nach dem anderen, nicht nur verschwindet und versehentlich wird dann Also vernichtet. beide Augen öffnen für Richtig, rechts richtig. und für links, Ja. also gegen rechts und gegen links. Und Deutschland, die Rassismus nicht ernst nimmt. Also ich habe persönlich 2013 bei den Wahlen von den NPD einen Brief bekommen. Und ich wurde aufgefordert, freiwillig Deutschland verlassen. Sonst, ich weiß, was heißt das Transport, die würden dafür dann sorgen.
bevor das Und in sie kriegt von der Unannehmlichkeit NPD, das von heißt eine klare NPD Drohung. eine Heimführerbeauftragte nicht nur bedroht, beleidigt, diskriminiert und rassistische Inhalte. Sie sind in der Türkei geboren. Ich bin in der Türkei geboren. Und, aber meine Lebensmittel ist es hier in Deutschland. Ich lebe hier, meine Kinder sind hier geboren, mein Freundeskreis hier. Ich fahre genauso im Urlaub wie alle anderen auch, wenn ich in der Türkei Urlaub machen möchte. Also das heißt, dass ich sehe mich nicht jetzt da oder dort. Das heißt, wir müssen uns stärker um das kümmern, was Sie zum Beispiel auf Ihren Flyer geschrieben haben und was Sie auch sind in der Linkspartei, nämlich Sprecherin für soziale Menschenrechte in der Fraktion der Linken. Ich glaube, so eine Funktion gibt es in keiner anderen Partei. Richtig, ja, ich bin die Einzige im Bundestag und unsere Fraktion, die das soziale Menschenrechte dann ernst nimmt. Natürlich gibt es auch Kollegen, mal da und dort auch für die soziale Sicherheit arbeiten, aber speziell soziale Menschenrechte. Soziale Sicherheit oder soziale Menschenrechte? Soziale Sicherheit, so. Als soziale Menschenrechte ist es dann unsere Fraktion, die einzige als Sprecherin gewählt hat und habe ich gern übernommen. Ich denke, es ist dann nicht nur soziale Menschenrechte, es ist weltweit, es ist dann, muss man diese ungerechte Verteilung ändern. Und wenn weltweit auch soziale Menschenrechte bei allen Ländern sich durchsetzen würde, würde die Menschen auch nicht Bedürfnis Sie haben. Sie kämpfen ja dafür. Genau, nicht Bedürfnis haben, dann in ihrem Länder verlassen und auswandern oder beziehungsweise flüchten müssen. Und in Deutschland ist es schon 1966 mit UN zusammen in dieser sozialen Menschenrechte Bundesrepublik mitgearbeitet und mitgestaltet, aber leider dann Fakultativprotokoll weder noch unterschrieben noch ratifiziert. Das warum, heißt, warum eigentlich nicht? Die denken noch nach. Ach so. Ja, eine andere. Die denken noch nach. Die denken noch nach. Also ist es dann inzwischen ist es mehrere Länder ist es dann schon unterschrieben und ratifiziert. Wenn sie unterschreiben und ratifizieren, die soziale Menschenrechte muss das in dem nationalen Gesetz auch gesetzlich verankert werden. Die werden einklagbare Rechte und davon natürlich dann große Teil der Länder dann Angst haben, diese Sicherheit zu geben. Wir versuchen hier oder beziehungsweise Bundesregierung versucht immer so mit bestimmten Reformen diese soziale Sicherheit zu geben, aber andere Seite ist es, dass die diese Ungleichheit ist es dann bleibt nach wie vor. Sie hätten es, wenn ich Sie richtig verstehe, lieber als Forderung im Grundgesetz hineingeschrieben und formuliert. Richtig, ich vergleiche. Als Anspruch. Genau, ich vergleiche so mit dem allgemeinen universellen Menschenrechte, so Recht auf Religion, Recht auf Meinungsfreiheit Freie Rede, und Versammlungsfreiheit. Genau, ne? So. Und früher diese Rechte waren auch nicht in dem unser Grundgesetz verankert. Und durch das die Menschenrechtsorganisationen und Amnesty und anderen ist es dann so weit gekommen, dass wir das in der Grundgesetz dann verankert haben. Und unsere Streben auch mit der Linksfraktion, dies hier in Deutschland auch soziale Menschenrechte dann gesetzlich verankern. Und wird ja nächstes Jahr erst gewählt, im September 2017. Was glauben Sie, haben Sie bis dahin schon schaffen können oder werden Sie schaffen? Wird ein Teil dessen schon verwirklicht werden können durch Ihre politische Arbeit oder dauert es nochmal vier Jahre? Ich bin sehr positiv denkender Mensch und wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, brauche ich gar nicht mal dafür zu kämpfen. Also selbstverständlich kriegen wir bis dahin. Und ich möchte auch nicht alleine in Anspruch nehmen, sage ich, ich mache das, sondern ich lege Wert darauf, auch solche Sachen fraktionübergreifend, dass man dann realisiert. Das gehört zu einem demokratischen System, dass nicht nur jede Fraktion ihre eigene Sache, sondern bestimmten Sachen, wo das ist es für die Gesamtheit ist es sehr wichtig ist. Ich möchte schon fraktionübergreifend, dass man macht. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft zu spüren dafür
Und ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie das durchsetzen. Wir sind fast am Ende. Wenn Sie aus Palermo zurück sind, haben Sie noch 3 Sitzungstage und dann ist erstmal bis Ostern quasi sitzungsfrei wieder. Was werden Sie diese Woche noch vorrangig bearbeiten? Ganz kurze Antwort. Diese Woche bin ich ganze Zeit in Palermo. Ich komme dann wieder am Samstag zurück. Also bis dahin dann Palermo und... Also, das Palermo-Projekt braucht 750.000 Euro noch. Ja, schreiben Sie an Azize, ja, Azize.tank wie die Tankfüllung, @bundestag.de. Und da werden Spenden erwünscht. Und ich möchte die Gelegenheit mal nehmen und alle Menschen sich für Geflüchteten stark machen, für den Kämpfen und auch alle Menschen gegen Rassismus kämpfen und diese braune Mob nicht, dass die Platz lassen, weil dass sie dann unsere Demokratie gefährden, herzlichen Dank sagen und wir das müssen weiter gemeinsam kämpfen. Ein guter Schlusssatz, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer herzlichen Dank, Frau Tank, dass Sie da waren und kämpfen Sie weiter für soziale Menschenrechte. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg bei dem Schiff. Bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Jeden Montag, 20.15 Uhr aus dem Bundestag. Nächste Woche wieder mit einer anderen Abgeordneten oder einem anderen Abgeordneten. Herzlichen Dank und schönen Abend. Tschüss.